Zuerst die guten Neuigkeiten. Die Welt ist im Top-Zustand. Ein Bürgerkrieg in Russland. Loyalisten der Regierung gegen ultranationalisten Rebellen und schlappe 15.000 Atombomben. Also nur ein normaler Arbeitstag. Khaled al-Assad, im Augenblick der zweitmächtigste Mann im Mittleren Osten. Es heißt, er hat das Öl, hier der King zu werden. Die Aufklärung hat ein Auge auf ihn geworfen. Und die schlechten Neuigkeiten? Heute stößt ein neuer Typ zu uns, frisch aus der Grundausbildung. Er heißt Soap. Schön, Sie zu sehen. Nehmen Sie eins der Gewehre vom Tisch. Ja, und da sind wir dann auch. Hallo und herzlich willkommen erstmal hier zu einem neuen Let's Play. Vielleicht hat der ein oder andere es schon erkannt. Ich spiele Call of Duty 4. Modern Warfare 1 sozusagen. Das einzige, was bis dahin rausgekommen ist. Deswegen MW1. Ja, also ich habe mir einfach mal gedacht, im Moment ist auf unserem Kanal so ziemlich gar nichts los. Also starte ich einfach mal wieder hier ein Let's Play. Ja, dann nehme ich mir die Waffe und dann geht's los. Sie kennen das Spiel. Auf zur ersten Station und mit dem Gewehr zielen. Okay. Nun zielen Sie mit Ihrem Gewehr, Soap. Also, schießen Sie jetzt mit der Zielvorrichtung auf jedes Ziel. Nein, bitte nicht. Okay. Okay, schießen Sie jetzt aus der Hüfte auf die Ziele. Da. Jetzt werden die Ziele von etwas Sperrholz verdeckt. Schießen Sie durch das Holz auf die Ziele. Gut. Kugeln werden dünnes, schwaches Material wie Holz, Putz und Blech durchschlagen. Okay. Hier tauchen nacheinander Ziele auf, eins nach dem anderen. Treffen Sie alle so schnell wie möglich. So, und das war auch schon... Nee, das war noch nicht der letzte. Wirklich gut, das war der letzte. Holen Sie sich nun eine Pistole. Okay, wo ist denn jetzt die Pistole? Dort. Müll? Nee. Hä? Da. Gut, jetzt wechseln Sie auf das Gewehr. Und wieder zurück. Wetten? Ziehen Sie jetzt Ihre Pistole. Boah, bin ich gut. Denken Sie dran, zur Pistole zu wechseln ist immer schneller als nachladen. Mit dem Messer sind Sie noch schneller als beim Wechseln auf die Pistole. Zerschneiden Sie die Wassermelone. Zack. Aber Ihre Obsttötungsfähigkeiten sind erstaunlich. Jo. Captain Price das möchte Sie sehen. Okay, dann gehen wir mal zu ihm und töten weiteres Obst. So, Captain Price. Man hat's gesehen, wir sind im Moment, spielen wir Soap McTavish, Mitglied, also Neuling des SAS, des britischen... Er ist der neue, Sir. Einer britischen Spezialeinheit, okay. Nehmen Sie nicht so hart ran, es ist ein erster Tag. Also was ist Soap überhaupt für ein Name? Wie hat einer wie Sie überhaupt die Grundausbildung geschafft? Soap, nun sind Sie mit dem Häuserkampf dran. Alle anderen ab zur Beobachtung. Für diesen Test müssen Sie das Frachtschiff in weniger als 60 Sekunden meistern. Gas hält mit 19 Sekunden den aktuellen Rekord. Viel Glück. Über die Leiter da drüben. Okay. Ja, vielleicht hat man es gemerkt. Ich bin ein wenig erkältet. Ich versuche das... Husten und weitere andere Nebenwirkungen. Allerdings mit Mikrofon ausstellen im richtigen Moment zu unterdrücken. Ja. Und jetzt sollen wir ja die MP5 nehmen. Eigentlich gefällt mir das gar nicht, weil ich hier das G36er Gewehr ziemlich geil finde, aber wir müssen es halt machen. Zeichen aufs Deck und zur Position 1. Danach die Treppen runter auf Position 2. Dann zur Position 3 und 4 und meinen Anweisungen bei jeder Position folgen. Okay. An der Seil, wenn Sie bereit sind. Los, los, los! An die Ziele! Position 2, los! Da lang. Hier rein. Da. Treffen Sie die Ziele! Blendgranate durch die Tür! 4! Komm schon! Position 4! Treffen Sie die Ziele! Oh mein Gott! Was war das denn? Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Ah! Ziemlich gut, Soap, aber ich habe schon Besseres gesehen. Die Leiter rauf, wenn Sie noch eine Chance wollen. Nein, ich will keine weitere Chance. Ansonsten kommen Sie zu den Monitoren für eine Analyse. Oh mein Gott. Ich sollte mir vielleicht eine andere Unterlage suchen. Ich habe gerade mein Mathebuch als Unterlage für die Maus.
weil ich eigentlich im Bett liege. Wie gesagt, ich bin krank. Die Frachtschiff-Mission läuft. Machen Sie sich bereit. Wir starten um 0200. Wegdrehen. Ja, nehme ich mal Soldat. Yo, SAS. Wie gesagt, britische Sondereinheit. Standardgewehr ist das MP5. Und jetzt? Was jetzt? Bravo, Team. Die Infos kommen von unserem Informanten aus Russland. Das Paket ist an Bord eines Frachters. Estland Registriernummer 52775. Ein paar Mann Besatzung und Sicherheit an Bord. Irgendwelche Weisungsregeln? Besatzung entbehrlich. Jo, Besatzung entbehrlich heißt, wir dürfen sie alle umlegen, wenn wir wollen, wahrscheinlich auch müssen. Dann lad du mal schön. Warum dauert das denn jetzt so lang? Na egal, auf jeden Fall SAS, britische Spezialeinheit, Standardgewehr MP5. Und wir sind an Sch... Laber doch nicht so viel Scheiße. Und wir sind an... Moment, ich mach das mal ein bisschen leiser hier. Sonst versteht man mich ja gar nicht. Sound, Gesamtlautstärke mache ich mal etwas runter. So, ich hoffe, das funktioniert. Boah, was ist das hier für eine Scheiße mit der Maus? Nee, ich glaube immer noch zu laut. Komm schon. So. Ich glaube, das ist besser. Was nun, Captain Price? Ich hab schon gedacht, hier drin rauchen. Okay, und mit der MP5 am Start geht's jetzt hier los. Schalli oder nicht? Scheint nicht. Okay, auf. Ich folge Ihnen, Captain. Oh mein Gott. Gang gesichert. Hier weiter durch. Oh mein Gott. Das war jetzt nicht sonderlich nötig, aber egal. Wo sind sie denn, die Feinde? Ist das eine? Nee, das sind Guest und Sergeant irgendwas. So, oh, und das Schiff schwankt, wie man merkt. Diese Mä... Okay. SAS, wer ist denn SAS? Naja, egal, auf jeden Fall, diese Map gibt es auch im Multiplayer. Da schwankt das Ganze allerdings nicht so und ich glaube, das Ding da ist auch nicht da umgekippt. Wir haben Gesellschaft. Wo? Hammer 2-4, wir haben Ziele im ersten Stock. Verstanden, wir greifen an. Wo sind sie denn dort? Und dort. Die Grafik hackt gerade ein bisschen ab. Wenn man es merkt. Oder? Nö, ich glaube, man merkt es gar nicht. Nö, also ich merke gar nichts. Lag da gerade ein Gewehr? Was ist das denn? AK-47. Dann schnapp ich mir das mal. Was ist denn meine Ecke? Ja, die Ecken überprüfen, ist schon klar. Da los. Oh ja. Bisschen draufgehauen. Hätten euch nachladen sollen. Oh mein Gott. Wo sind sie? Hä? Ah, da! Ich hab den ganzen Qualm und Rauch da überhaupt nicht gesehen. Okay, und wieder aufstehen.
haben hier wahrscheinlich alle die AK, das heißt, ich kann ruhig ein bisschen mit der Munition asozial umgehen. Ja, 300 Munition. Man lädt die Munition bei gefallenen Feinden, die gleiche Waffe hatten, nämlich wieder auf. Zack. Du bist Geschichte, du bist Geschichte. Man sieht jetzt wahrscheinlich... Ne, der hat die AK-74. Ne, die lasse ich mal liegen. Dann nehme ich lieber die MP5. Nochmal. Wow! Das wollte ich nicht! Okay, das ist natürlich immer dumm, sich selbst zu blenden mit der Blendgranate. Keine Ziele in Sicht. Formieren! Komm, was ist das denn? Niemand in Sicht? Los. Links sicher. Rechts sicher. Spiel gespeichert, dann kann ich mal kurz husten. Und wieder am Start. Bewegung rechts. Dort hinten. Da sind sie. Komm schon, du Lappen da. Huch, lasst mich nicht im Stich. Ich komme. Ich schieße immer erst auf die, wenn sie schon tot sind. Was ist das denn? Die stehlen mir alle Kills, die Blödiane. Bewegung. Recht sicher. Hui. Formieren. Bereithalten auf mein Zeichen. Aua. Nein, nicht auf die Fresse geben. Bitte nicht. Zack, zack, dem ein bisschen in den Kopf, dem auch. Das gibt höllische Kopfschmerzen, wenn man von diesen Kugeln getroffen wird. Wow! Die Granaten machen nicht nur Kopfschmerzen. Oh oh. Oh oh. Geh, um eine Splittergranate zu werfen. Moment, das mache ich direkt mal. Zack. Du da hinten. Oh, sorry, Gas. Boah, braucht die lange, um loszugehen, die Granate. Mini-Uzi. Ach, komm. Die finde ich immer ziemlich cool, die Waffe. Ja, das finde ich allerdings nicht ganz so cool. Jetzt nochmal. Ich wollte gerade sagen, dieses Mal ein bisschen vorsichtiger und dabei direkt reinrennen. Wäre aber nicht so gut gekommen. Jetzt nochmal auf die AK. Geh für eine Splittergranate, dann flieg du mal schön, liebe Splittergranate. Oh, und ich glaube, da habe ich auch den einen oder anderen erwischt. Zack. Dir noch ein bisschen den Kopf mit Blei beschweren. Und die da hinten haben auch nicht mehr allzu viel Zeit für... Oh! Oh! Ich hab gedacht, das wäre ein Verbündeter. Ja, genau in dem Moment natürlich. Och mein Gott. Jetzt schon direkt bei der ersten Mission so am Verkacken. Mein Gott. Vielleicht sollte ich lieber nächstes Mal am Tisch spielen. Ja, da habe ich das Zurückwerfen auch verkackt. Da oben ist noch einer. Oh, das war daneben, weil das Schiff so schwankt. Alter, du Lappen, ey. Jetzt muss ich... Komm. Geh doch down. Ja, jetzt ist er down. Da drüben noch eine Granate hin. Ja, und da kommt natürlich direkt der nächste. Was sind das hier für welche? Da ist noch einer. Und der versteckt sich genau da. Ja, jetzt allerdings nicht mehr. Der hat einen Schrot, ich will auch einen Schrot. Mini-Uzi. Ja, komm. Die hat irgendwie... Wieso habt die 400 Munition da drin? Also ich hab da nichts gegen, aber ist irgendwie komisch, dass sie so viel Munition mit sich rumschleppen. Gegner? Ne, Captain Price. Alles okay? Kapiert. Ich empfange starke Signale, Sir. Ein Blick hierauf kann sicher nicht schaden. Das ist arabisch.
Faceplate, hier spricht Bravo 6. Wir haben es gefunden. Bereit, das Paket für den Transport zu sichern. Keine Zeit, Bravo. Oh. Die Flieger sind schnell zu euch unterwegs. Nehmt mit, was ihr könnt, und dann nichts wie raus da. Die bewegen sich schnell, vermutlich Mix. Hauen wir ab. So, schnappen Sie sich das Manifest im Container. Los! Ja, allerdings werde ich Sie damit ein bisschen warten lassen, und zwar bis zur nächsten Folge. Ich mache mal kurz eine Aufnahmepause. Ich muss mal etwas Medikamente nehmen. Bis dann. Ciao.